Dann würde ich sagen, dass wir anfangen. Morgen nochmal. Und lassen Sie uns weitermachen mit relativistischer Quantenfeldtheorie. Heute werden Sie einen Phasenübergang in Ihrem Wissen erleben. Denn bisher kennen Sie Theorie und freie Felder und haben und sich interessante, tiefsinnige Gedanken gemacht über Kombinationen von Quantenmechanik und Relativität. Aber am Ende der heutigen Stunde werden Sie in der Lage sein, echte Rechnungen durchzuführen und Prozesse auszurechnen und Feynman-Diagramme und Feynman-Regeln zu verstehen. Das heißt, danach ist alles Weitere nur noch Anwendung sozusagen. Diesen Phasenübergang machen wir heute. Ich wiederhole hier nochmal ganz kurz, was bisher geschah und was dafür die Voraussetzungen sind. Nämlich, zuerst mal hatten wir ja freie Felder besprochen. Diese kausalen freien Feldoperatoren, die aus Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren aufgebaut sind. Und mit denen konnte man diese Propagatoren definieren, also Erwartungswerte vom zeitgeordneten Produkt von zwei solcher freier Felder. Und da haben wir dann gesehen, dass das einmal physikalisch interessante Situationen, Propagation von hier nach da oder von da nach hier beschreibt, aber mathematisch kommt nach Fourier-Transformation was sehr Schönes raus, nämlich einfach dieser Bruch I durch P Quadrat minus M Quadrat plus I Epsilon. Man muss also Off-Shell gehen, Off-Shell-Impulse erlauben und komplexe Nenner erlauben mit dieser I Epsilon-Vorschrift. Aber dann haben wir eine wunderschöne Lorentz-invariante Fourier-Darstellung von diesem Propagator. Und das ist also ein Baustein und das ist so der Grunderwartungswert, den wir brauchen für alle weiteren Richtungen. Ja, bitte. Ja, genau, genau. Und das ist sozusagen der allgemeine Fall. Und wenn das selbst adjungiert ist, dann stimmt natürlich das Gleiche. Und hier steht einfach Phi Phi Erwartungswert. Ganz genau. Im Allgemeinen, wie zum Beispiel denken Sie an das Standardmodell der Teilchenphysik, da gibt es sehr viele unterschiedliche Quantenfelder, die das Photon, Elektron und so weiter beschreiben. Und da könnte man alle Kombinationen von zwei verschiedenen Quantenfeldern hier reinschreiben und viele Kontraktionen geben dann Null. Aus Lorentz-Invarianzgründen oder wegen Ladungserhaltung kann ich ein Elektron in ein Photon propagieren und so. Aber gewisse solcher freier Propagatoren geben dann nicht Null und die geben dann das, was wir ausgerichtet haben. Generell steht hier halt ein Produkt drin aus Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren und wenn die miteinander kommutieren, weil sie verschiedenen Teilchen entsprechen, dann gibt es Null. Wenn die nicht miteinander kommutieren, weil die eben ein und demselben Erzeuger für dasselbe Teilchen entsprechen, dann gibt es nicht Null und dann kommt genau das raus, was sie berechnet haben. Okay. Genau, also das ist ein wesentlicher Baustein. Und dann hatten wir Wechselwirkungen eingeführt und das führen wir über den Lagrange-Formalismus ein. Das heißt, wir haben da nicht nur die freie Lagrange-Dichte, sondern einen Wechselwirkungsanteil L-Int für die Lagrange-Dichte. Das ist dann irgendein komplizierteres Produkt von Feldoperatoren oder eine Summe von Produkten. Und dann haben wir drei Theoreme genannt, deren Beweise wir noch genauer erörtern werden, aber die nicht allzu schwierig zu beweisen sind. Die Dyson-Reihe, die dann einen Zusammenhang zwischen Heisenberg-Bild und Wechselwirkungsbild angibt mit einer Exponentialfunktion der Störung. Dann die Gell-Mann-Lowe-Formel, das ist die zentrale Formel. Und hier steht das Ergebnis, die linke Seite ist eine Green'sche Funktion, also ein Erwartungswert vom zeitgeordneten Produkt von vollen Feldern mit Wechselwirkung im wechselwirkenden Vakuum. Und das Ergebnis ist störungstheoretisch so gegeben, dass wir freie Vakuumerwartungswerte haben, freie Feldoperatoren und dann aber verziert mit dieser Exponentialfunktion von e hoch i mal dem Integral über die Wechselwirkungs-Lagrange-Dichte im Sinne von Operatoren. Dann muss man also diesen Vakuumerwartungswert ausrechnen und als Normierung steht im Nenner nochmal das Gleiche, aber ohne diese Felder hier. Und die Berechnung von solchen Erwartungswerten von freien Feldern im freien Vakuum passiert durch Kontraktionen, das Wick-Theorem. Das heißt, das kann man, so kompliziert es auch sein mag, zurückführen einfach auf Produkte von solchen Propagatoren. Und da wir die Propagatoren kennen, können wir dann prinzipiell alles ausrechnen. Und jetzt müssen wir uns einfach anhand von einigen Beispielen klar machen, was da grundsätzlich immer passiert. Und dann wird sich herausstellen, dass man für solche Green-Funktionen einfache Regeln angeben kann, was passiert typischerweise beim Einsetzen der Gell-Mann-Lowe-Formel in das Wick-Theorem
Und das kann man alles in Form von Feynman-Regeln zusammenfassen. Dann können Sie anhand von diesen Regeln die Green'schen Funktionen berechnen. Und die sind ja die wesentlichen Bausteine für unsere Theorie. Also das machen wir heute. Das Thema ist also Feynman-Regeln im Ortsraum. Und danach kommen noch Feynman-Regeln im Impulsraum. Und ich möchte, um das Ganze zu systematisieren und die Notation möglichst kompakt zu machen, als erstes eine Notation einführen, die dann die heutige Stunde etwas einfacher werden lässt. Nämlich die folgende Notation: Wenn Sie hier irgendein beliebiges Produkt von ganz vielen solcher freier Quantenfelder haben und zweimal herausgreifen, phi i, phi j, und dann phi n, also wir hätten sehr viele Faktoren. Und dann führen wir die Notation ein, dass wir jetzt zwei von den Faktoren herausgreifen, phi i, phi j. Und wir deuten es an mit so einer eckigen Klammer, mit der wir diese zwei Faktoren verbinden. Und was wir dann mit dieser Notation meinen, ist, dass wir den Propagator zwischen diesen zwei Feldvariablen nehmen, also freier Vakuumerwartungswert vom T-Produkt von phi i mit phi j. Und dann das restliche Produkt ohne diese zwei Faktoren. Phi 1 bis Phi n, aber ohne diese zwei Faktoren Phi i, Phi j. Das ist einfach eine Notation. Und wozu die Notation gut ist, ist, um das Wick-Theorem hier besser formulieren zu können. Denn das Wick-Theorem hatte uns ja gesagt, dass wir so ein Produkt von vielen Operatoren ausrechnen können durch alle Kombinationen von Propagatoren. Und hier haben wir jetzt eine Notation eingeführt für einen solchen Propagator. Okay. Und damit möchte ich ein paar Beispiele ausrechnen. Beispiel A. Nehmen wir mal an, wir haben so ein komplexes Feld, phi ungleich, phi Decker, wie in unserem Kapitel 1.7, dann beschreibt also phi Vernichtung von Teilchen, Erzeugung von Antiteilchen, phi Kreuz das Umgekehrte und die Erzeuger und Vernichter, die da drin stehen, kommutieren alle miteinander, sind also unabhängig. Was passiert dann, wenn wir das ausrechnen hier? T-Produkt von phi, phi Kreuz, phi, phi Kreuz. Ich werde heute die Argumente hauptsächlich mit Indizes schreiben, damit man weniger Schreibarbeit hat. Also das bedeutet einfach phi von x1, phi Decker von x2, phi von x3, phi Decker von x4, aber mit weniger Schreibarbeit. Was ist jetzt das Ergebnis von diesem Vakuumerwartungswert? Und das möchte ich auf zwei Arten hier angeben. Hier ein Ergebnis, hier noch ein Ergebnis. Und dass Sie genug Platz lassen. Das ist durch das Wick-Theorem der letzten Stunde zu berechnen. Okay? Das Wick-Theorem sagt Ihnen, dass Sie das berechnen können durch die Summe von allen vollständigen Kontraktionen, also von allen möglichen Paarungen von jeweils zwei Feldern. Das heißt, Sie müssen sich überlegen, wie viele mögliche Paarungen von jeweils zwei Feldern können Sie hier machen, sodass jedes Feld mit irgendeinem anderen gepaart ist. Weiß jemand, wie viele Kombinationen es da gibt? Wie viele solcher vollständiger Kontraktionen gibt es? Was war denn? Wir wollen zwei Paar oder ein Paar aus zwei und aus n? Also jedes Feld soll mit irgendeinem anderen gepaart sein. N über 2, oder? N über 2, was wäre das hier? Probieren wir es aus, oder was sagen Sie? Nee. Drei. Probieren wir es aus. Und dafür können wir jetzt direkt also mal zwei Rechenwege oder Beschreibungsweisen angeben. Das heißt, das erste wäre explizit aus dem Wick-Theorem aller möglichen Kombinationen. Das wäre die erste Kombination, wäre mal phi 1 mit phi 2 Decker gepaart. Und phi 3 mit phi 4 Decker gepaart. So. Okay. Ganz explizite Notation. Das wäre die erste vollständige Kontraktion, wo jedes Feld mit irgendeinem Partner gepaart ist. Ja.
ein Summand im Wigg-Theorem. Und jetzt nutze ich die Notation, die wir gerade eingeführt haben. Das heißt, das hier entspricht dem Folgenden, nämlich diese Notation. Das heißt, die beiden Felder sind gepaart und die beiden Felder sind gepaart. Das ist natürlich eine kürzere Notation als das. Noch eine dritte Weise, das aufzuschreiben, wäre mit Linien. Wir haben also die Linie von 2 nach 1 mal der Linie von 4 nach 3. Das ist der erste Summand von unserem Wigg-Theorem. So, der zweite Summand ist eine weitere Paarung, wo jedes Feld mit irgendeinem anderen gepaart ist. Okay, die nächste Möglichkeit wäre 1 mit 3 und 2 mit 4. Also schreiben wir es auf. 1 mit 3 und 2 mit 4. So, ich schreibe es gleich auch mit Linien. Also hier daneben, das wäre dann hier auch plus Linie zwischen 1 und 3 und Linie zwischen 2 und 4. Jetzt direkt und hier dann die Notation mit dieser Klammernotation hätten wir hier von 1 nach 3 und von 2 nach 4. So, das ist die kürzeste Notation. Deswegen werden wir die heute ziemlich oft nutzen. Aber Sie sehen, das ist gleichbedeutend mit dem hier und gleichbedeutend mit dem hier. Jetzt kurze Physikfrage. Was ist das Ergebnis von dieser zweiten Zeile? Ja. Das ist 0. Genau, eben. Das ist eben das, was Sie gerade gesagt haben. Die zweite Zeile ist schon mal 0. Weil da eben nicht ein passender Erzeuger auf den passenden Vernichter trifft, sondern umgekehrt nur Erzeuger trifft auf Erzeuger und Vernichter auf Vernichter. Das gibt also 0. Okay, jetzt Ihre dritte Kontraktion wäre also plus 1 mit 4. Dann fange ich gleich hier an. Das heißt, hier geht es am einfachsten zu sehen, dass man nichts vergessen hat. 1 wird mit 4 gepaart und 2 wird mit 3 gepaart. Und dann haben wir wirklich alle Kombinationen von möglichen Paarungen erreicht. Das ist die vollständige Liste dieser vollständigen Kontraktionen. Und in der ausführlichen Schreibweise ist das eben 1 mit 4, so, und 2 mit 3. Das kann ich so anordnen, die Felder sind ja eh im zeitgeordneten Produkt. Das heißt, ich kann das dann schreiben als Phi 3, Phi 2 Decker oder auch Phi 2 Decker, Phi 3, das spielt keine Rolle, wegen dem T-Produkt ist das sowieso ungeordnet. Aber so sind jetzt alle Propagatoren in dieser gleichförmigen Schreibweise Phi, Phi Decker. Okay, und als Linien wäre das dann hier plus die Linie von 4 nach 1 und von 3 nach 2. Das ist das Endergebnis. Jetzt haben wir alle drei vollständigen Kontraktionen aufgeschrieben für dieses Beispiel. Das heißt, wir haben diese Vier-Punkt-Funktion, wie man das nennt, berechnet als Summe von drei jeweils Produkten aus zwei Propagatoren. Ein Summand war sogar 0 und die anderen zwei Summanden sind nicht 0. Und so funktioniert allgemein das Wigg-Theorem. Und jetzt will ich für die heutige Stunde mich auf reelle Felder beschränken. Nämlich, Sie sehen hier etwas, dass bei komplexen Feldern sowas passieren kann wie hier, dass eine Kontraktion 0 gibt. Wenn das aber reelle Felder wären, dann würde diese Kontraktion genauso beitragen wie die anderen zwei. In dem Sinne ist der Fall für komplexe Felder einfacher, und man kriegt weniger nicht verschwindende Terme. Und der Fall für reelle Felder ist der, wo am meisten nicht verschwindende Summanden beitragen werden. Und deswegen machen wir jetzt reelle Felder. Man trägt immer alles bei und man muss nichts vernachlässigen und so. Und wie man das Ganze dann auf komplexe Felder wieder verallgemeinert,
sodass dann manches 0 gibt und manches nicht 0. Das gucken wir uns danach an. Das ist dann keine Schwierigkeit mehr. Also das heißt, das Beispiel zeigt, dass wir uns jetzt auf reelle Felder konzentrieren sollten. Und deswegen machen wir jetzt direkt mal Beispiel B. Hier jetzt Phi gleich Phi Decker und berechnen das Ganze nochmal. Hier zeitgeordnetes Produkt von Phi von x1, Phi von x2, Phi von x3, Phi von x4 ist gleich. Was ist das nun? Genau das Gleiche, nur sind die Felder reell. Das heißt, wir kriegen aus dem Wick-Theorem gesagt, das Ergebnis ist die Summe von allen Kombinationen von Linien, wo jedes Feld mit irgendeinem anderen gepaart ist. Und das berechnen wir jetzt direkt mit dieser Klammernotation, denn das ist es am einfachsten, da wird man durch die Notation automatisch aufs Ergebnis geführt. Also müssen wir hier schauen, was ist die erste vollständige Kontraktion? Naja, 1 mit 2 verbunden und 3 mit 4 verbunden. Und ich lasse auch jetzt diese ausführliche Sache mal weg und schreibe das nur noch als Linie. Also 1 mit 2 mal 3 mit 4. Das ist der erste Summand. Dann der zweite Summand ist 1 mit 3 verbunden und 2 mit 4 verbunden. Gibt also plus 1 mit 3 verbunden und 2 mit 4 verbunden. Und das ist jetzt nicht 0, weil die Felder alle gleichwertig, alle reell sind. Und dann der dritte Fall, 1 ist mit 4 verbunden und 2 mit 3 verbunden. Und dann gibt das eben plus 1 mit 4 und 2 mit 3. Ja. Ach so, ja, ja, klar, Entschuldigung. Ja, genau. Richtig. Genau, absolut richtig. Von 2 nach 3. Wenn Sie also immer einen Pfeil von Phi Kreuz zu Phi machen, dann zeigt der Pfeil ja in Richtung des Ladungsflusses oder des Teilchens, was vom einen Punkt zum anderen fließt. Und dann sehen Sie auch hier schon grafisch, dass diese zweite Zeile nicht funktioniert. Weil bei 1 und 2 müsste dann jeweils ein Teilchen starten und das klappt eben nicht. Das heißt, hier sieht man schon grafisch, dass man da auch nicht wüsste, in welche Richtung man den Pfeil zeichnen sollte und in welche Richtung die Ladung fließt. Und in der Tat ist die zweite Zeile 0. Ganz genau. Aber hier gibt es keine Pfeile mehr. Hier sind alle Felder reell und gleichrangig. Teilchen und Antiteilchen, die beschrieben werden, sind gleich. So, und dann haben wir jetzt hier mal so eine Vierpunktfunktion berechnet. Gibt es dazu auch noch weitere Kommentare? Falls das nämlich klar ist, dann machen wir jetzt Beispiel C. Was passiert, wenn Sie drei Punkte hier gleichsetzen, x1 gleich x2 gleich x3 gleich x4 und das nennen wir mal y? Dann hätten wir ja diesen Erwartungswert hier, T-Produkt von Phi von x1 mal Phi von y mal Phi von y mal Phi von y. Okay. Was sagen Sie jetzt dazu? Kann ich ja mal machen, dass ich die Punkte alle gleich y setze. Dann sind drei von diesen Feldoperatoren am selben Punkt. Was sagt uns jetzt das Wick-Theorem? Also wird da jetzt irgendwas falsch aus dem vorigen? Nö, jetzt nicht. Also wir können im Prinzip wörtlich das Ergebnis hier übernehmen und x234 mit y identifizieren. Aber wenn wir das machen, dann erhalten wir natürlich was Interessantes, nämlich hier diese Kontraktion hier. 1 mit y, y mit y. Wie sieht das jetzt aus als Bild? 1 mit y verbunden und dann y mit y verbunden. Sieht so aus. Und wenn wir diese Kontraktion machen, wie sieht dann das Bild aus? Natürlich genauso.
Und wenn wir diese Kontraktion machen, dann sieht das Bild auch genauso aus. Das heißt, wir kriegen dreimal das identische Bild und dreimal den identischen mathematischen Ausdruck. Das heißt, wir kriegen einfach das hier mal 3 aufgrund der 3 Permutationen dieser 4 Phi von Y-Operatoren. Das heißt, wenn ab und zu mal Felder am gleichen Punkt sind, dann gibt es solche Symmetriefaktoren und so eine Multiplizität von einem und demselben mathematischen Ausdruck. Und dann sollte man nicht alle Diagramme einzeln aufschreiben oder alle Ausdrücke aufsummieren, sondern man sollte einfach diesen Symmetriefaktor bestimmen und damit arbeiten. Und das alles sollten wir jetzt im Hinterkopf behalten, um kompliziertere Rechnungen zu machen, nämlich Rechnungen, die diesem Wick-Theorem entsprechen. Im Wick-Theorem wird genau alles das auftreten. Schauen wir es uns an. Jetzt eben ein Beispiel für eine Green-Funktion. Nehmen wir an, unsere Wechselwirkungs-Lagrange-Dichte L-Int ist jetzt gegeben, und zwar das Einfachste, was man machen kann, aber schon repräsentativ, ist irgendein Vorfaktor mal Phi hoch 3. Der Vorfaktor ist jetzt eine Kopplungskonstante G geteilt durch 3 Fakultät mal Phi hoch 3. Und wie gesagt, wir nehmen jetzt an, dass das Feld reell bzw. hermitisch ist. Und die Aufgabe, die ich uns stelle, ist, dass wir mal diese Green-Funktion ausrechnen, volles Vakuum vom T-Produkt von einem Produkt von 3 Feldoperatoren, Phi 1, Phi 2, Phi 3, an 3 verschiedenen Punkten. Was kommt da raus für diese 3-Punkt-Funktion? So, die Antwort ist gegeben durch Gell-Mann-Low plus Wick-Theorem. Und die Gell-Mann-Low-Formel enthält eben hier einen Zähler und einen Nenner. Der Zähler ist erstmal interessanter, das heißt, wir werden uns erstmal nur um den Zähler kümmern. Und der Zähler sagt uns, dass wir alles durch freie Größen ersetzen können und dann aber diesen Exponentialfaktor mit dieser Wechselwirkungs-Lagrange-Dichte dazufügen müssen in dem Erwartungswert. Das heißt, was wir berechnen müssen, Gell-Mann-Low, und wenn wir können mal anfangen in der Ordnung L-Int hoch 1, also in erster Ordnung der Wechselwirkung. In Ordnung L-Int hoch 1 haben wir als E-Funktion dann 1 plus i mal das Integral über die Lagrange-Dichte, und wir nehmen genau nur dieses Integral mit. Das heißt, was wir bekommen, ist ein Integral über d4y und dann mal dem Vakuumerwartungswert vom T-Produkt von freien Feldern phi 1, phi 2, phi 3 und dann dieses L-Int, und L-Int enthält ja Vorfaktor minus i mal g geteilt durch 3 Fakultät. Minus g durch 3 Fakultät kommt aus der Lagrange-Dichte und i kommt aus der Exponentialfunktion, wo e hoch i mal der Lagrange-Dichte stand. Deswegen hier jetzt Vorfaktor minus i g durch 3 Fakultät und dann phi hoch 3 an der Stelle y. Das ist genau unser L-Int zur Potenz 1. Das ist also das, was wir berechnen müssen. Und da sehen Sie, dass jetzt genauso etwas auftaucht, nämlich ein Feld am selben Punkt y zur dritten Potenz, genau wie unserem letzten Beispiel. Und hier vorne stehen aber 3 verschiedene Felder, Phi 1, Phi 2, Phi 3, sodass wir hier insgesamt einen Vakuumerwartungswert haben von einem Produkt von 6 Feldern. Wie viele nicht verschwindende vollständige Kontraktionen gibt es jetzt, wenn wir 6 Felder haben und jedes Feld mit irgendeinem paaren müssen? Als wir 4 Felder hatten, gab es 3. Das war irgendwie 4 über 2. Und jetzt haben wir 6 Felder. Was kommt daraus? Wer sagt irgendeine ganze Zahl zwischen 1 und unendlich?
ist. Was wäre denn 6 über 2? Ach so. 6 über 2. Ist das 6 über 3? 6 über 2. Nee, ich glaube nicht. Also 6 über 2 stimmt nicht, aber 5 mal 3 stimmt. Weil Sie nämlich eben dann das erste Feld, haben Sie 5 Möglichkeiten, es zu paaren. Und dann gibt es jeweils noch 4 Felder, für die es jeweils 3 Möglichkeiten gibt. Deswegen 5 mal 3. Also 5 mal 3 ist die Antwort. Und so geht es dann weiter. Bei 8 Feldern hätte man 7 mal 5 mal 3 und so weiter. Okay, also es wird 15 verschiedene Kontraktionen geben. Okay, rechnen wir es also aus. Also mit Wick-Theorem. Ach so. Gut, ich nehme alles zurück. Beziehungsweise ich nehme einfach zurück, ob es stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Also 15 ist auf jeden Fall richtig. So, jetzt gucken wir mit dem Wick-Theorem mal an, was hier passiert. Ich schreibe mal das ein bisschen ausführlicher, sodass wir nur uns auf das Wesentliche konzentrieren. Phi von x1, x2, x3, dann Phi von y, Phi von y, Phi von y. Okay? Und später muss man dann noch über y integrieren und mit diesem Vorfaktor multiplizieren. Aber das ist die entscheidende Größe. Und was passiert jetzt, wenn wir das Wick-Theorem anwenden? Müssen wir so alle diese Paarungen durchgehen? Also fangen wir an. Die erste Kontraktion wäre offensichtlich 1 mit 2, 3 mit y, y mit y. Malen wir das Bild. Das entsprechende Bild wäre also eine Linie von 1 nach 2, eine Linie von 3 nach y und dann eine Linie von y nach y. Das wäre das Bild. Jetzt gibt es hier genau wie vorhin so eine Multiplizität. Wie viel Mal taucht genau diese identische Kontraktion auf? Dreimal, genau. Also die hat eine Multiplizität von 3. Genau, also das Phi 3 kann mit einem der 3 Ys multipliziert werden und es wird jeweils den identischen mathematischen Ausdruck und das identische Bild geben. So, was gibt es noch, was aber nicht gleich ist? Zum Beispiel 1 mit 3, 2 mit Y und dann Y mit Y. Das würde also so aussehen, 1 mit 3, 2 mit y und y mit y. Das gibt es auch dreimal. Okay, machen wir direkt unten drunter weiter. Was wäre die nächste Möglichkeit? Das nächste offensichtliche wäre also 1 mit y und 2 mit 3 und dann y mit y. Okay. Das würde dann als Bild so aussehen, 1 mit y mit y und 2 mit 3 verbunden. Und das gibt es ebenfalls dreimal, weil man drei Möglichkeiten hat, dieses 1 mit y zu verbinden. Dann haben wir jetzt also insgesamt schon 9 von unseren 15 vollständigen Kontraktionen gefunden. Das heißt, 6 bleiben noch übrig. Wer findet was weiteres? Eine weitere Kombination? 1 mit y, 2 mit y. Genau. Also gucken wir das an. Schreiben wir es so auf. 1 mit y. 2 mit y und 3 mit y, kann ich so andeuten. Das Bild wäre dann so, hier y in der Mitte und dann 1 mit y, 2 mit y, 3 mit y. Da sehen wir, das sieht schon mehr aus wie die Feynman-Diagramme, die Sie vielleicht schon mal irgendwo gesehen haben. Hat das auch eine Multiplizität? Und welche wäre das? Ist doch auch bei der Multiplikation.
drei Fakultäten in dem Fall, weil für Phi1 haben sie drei Möglichkeiten und danach verbleibt für Phi2 aber immer noch zwei Möglichkeiten, sodass man insgesamt in dem Fall drei Fakultätmöglichkeiten hat. Das sind sechs. Und damit haben wir genau unsere 15 vollständigen Kontraktionen gefunden. 9 plus 6 ist 15. So, und damit haben wir dreimal solche ungewöhnlich aussehenden Diagramme und eins, was schon genauso aussieht wie ein normales Feynman-Diagramm. Also, sind also insgesamt sind das genau die nötigen 15 vollständigen Kontraktionen. Aber man kann hier festhalten, dass wir nicht 15 verschiedene Bilder kriegen oder 15 verschiedene mathematische Ausdrücke, sondern nur vier. Hier, das ist jeweils ein unterschiedlicher mathematischer Ausdruck und das auch. Also aber nur vier verschiedene mathematische Ausdrücke. Beziehungsweise Bilder. In jedem Bild entspricht eben ein eindeutiger mathematischer Ausdruck und die haben jeweils drei oder sechs Permutationen. So, und da sehen Sie jetzt, das am normalsten aussehende Diagramm hat die Zahl 3 Fakultät als Permutation und das kürzt genau das 1 durch 3 Fakultät weg, was ich in der Lagrange-Dichte definiert habe. Denn das steht ja hier als Vorfaktor dann drin, minus i g durch 3 Fakultät. Das heißt, ich hatte die 3 Fakultät h genau so gewählt, weil ich wusste, dass normalerweise die dann wegfällt durch die Anzahl 3 Fakultät von möglichen Permutationen, die zu identischen mathematischen Ausdrücken führen. Das heißt, häufig wird hier sowas passieren, dass wir 3 Fakultät Permutationen kriegen, dann fällt das weg. Aber nicht immer, sondern manchmal kriegen wir auch nur 3 Permutationen oder noch weniger. Aber es ist klar, dass wenn wir 4y hoch 3 haben, dann ist die maximale Zahl an Permutationen, die auftreten kann, 3 Fakultät. Und das ist eigentlich auch der Normalfall. Nur bei uns ist jetzt dieser Normalfall einmal aufgetreten und die Sonderfälle sind dreimal aufgetreten, aber Sie werden erleben, dass in Zukunft der Normalfall tatsächlich eben normal ist. Gut, das heißt also, oft gilt, dass das 1 durch 3 Fakultät aus diesem L-Int wegfällt. Wegen diesen 3 Fakultät Permutationen der Phi von Y hoch 3 Felder. Und deswegen können wir jetzt hier eine Regel definieren, nämlich, dass dieser Punkt hier, dieser Punkt Y, der ist jetzt immer begleitet davon, dass ein Faktor auftritt, minus i mal g durch 3 Fakultät und das 3 Fakultät fällt weg. Das heißt, wir ordnen diesen Punkt zu nur den Faktor minus i mal g und lassen das 3 Fakultät weg. So einen Punkt nennt man dann Vertex in den Feynman-Diagrammen. Das also nur die Regel für diesen Punkt ist gleich minus i mal g. Und dann wissen wir, dass diese Faktoren 3 Fakultät meistens korrekt in Betracht gezogen wurden. Allerdings manchmal halt nicht. Manchmal bleibt dann noch so ein Faktor übrig. Zum Beispiel in dem ersten Diagramm, in den ersten drei Diagrammen, haben wir halt einen Faktor 3 dividiert durch 3 Fakultät. Das heißt, hier würde dann insgesamt ein Faktor 1,5 übrig bleiben. Und im Allgemeinen gilt, dass manchmal ein sogenannter Symmetriefaktor übrig bleibt. Die sind meistens kleiner als 1. 1 durch S bleibt übrig. Und hier konkret ist eben 1 durch S
für das Diagramm 1, 2 und 3, der ist gleich 1/2. Und dieser Symmetriefaktor 1 durch S für unser Diagramm 4, der ist gleich 1. Also das ist der Normalfall. Gut, und wenn wir das alles haben, dann können wir anhand von diesen Ergebnissen und Überlegungen jetzt die komplette Liste von Feynman-Regeln mal aufstellen, die sich einfach durch Verallgemeinerung ergeben. Regeln für die Feynman-Regeln, und zwar konkret für den Zähler von so einer Gell-Mann-Loh-Formel. Also für freies Vakuum vom T-Produkt von Phi von x1 bis Phi von xn mal e hoch i Integral L-Int von y d4y, freies Vakuum. Und wir können die Regeln angeben in Ordnung L-Int zur Potenz k. Hier haben wir in Ordnung L-Int hoch 1 gerechnet und wir können direkt im Kopf überlegen, was passiert, wenn wir in k-ter Potenz von dieser Lagrange-Dichte rechnen. So, was ergibt sich nämlich? Als erstes sehen wir, dass für jeden Feldoperator Phi von x1 bis Phi von xn wird in diesen Kontraktionen im Wick-Theorem dann ein Punkt entstehen, x1, x2, x3, der jeweils ein äußerer Punkt in dem Diagramm ist, hinter dem dann nichts mehr folgt. Das heißt, wir haben dann im Allgemeinen n solche äußere Punkte, x1 bis hin zu xn, und an jedem Punkt geht dann so eine Linie los, sagen wir mal xi, da geht eine Linie los und die führt dann irgendwo hin. Und auf der anderen Seite endet das Diagramm. Das wird für jedes solche Feld passieren. Dann hatten wir hier ja eine Potenz von diesem L-Int und das L-Int liefert Phi von y hoch 3. Und das heißt, in jedem Bild war es so, dass es genau ein solches y gibt, so ein Punkt y, und an diesem Punkt y müssen drei Kontraktionen passieren. Das heißt, da enden drei Linien. Hier immer drei Linien enden da dran, hier auch und hier ebenfalls. Und das heißt, wenn wir k solche Potenzen haben, dann haben wir y1, y2 bis hin zu yk. Und für jedes gilt dann das Gleiche. Das heißt, wir hätten dann k solche innere Punkte, y1 bis hin zu yk. Und an jedem dieser Punkte haben wir drei Linien. Also an jedem dieser Punkte, die man dann als Vertex bezeichnet oder Vertices, gibt es eine Linie für jeden Feldoperator in dem L-Int. Und hier eben so eine Feynman-Regel für jeden inneren Punkt. Drei Linien müssen da enden, wegen Phi von y hoch 3. Und dann ist jedem dieser inneren Punkte ein mathematischer Faktor zugeordnet. Und der mathematische Faktor kommt daher, dass wir in der Wechselwirkungs-Lagrange-Dichte so einen Vorfaktor haben, minus g durch 3 Fakultät. Und aus der E-Funktion kriegen wir noch ein i. Das heißt, wir haben einen Faktor minus i mal g. Und da habe ich diesen Symmetriefaktor 3 Fakultät weggelassen. Und die allgemeine Regel, um so einen Faktor zu bestimmen, wäre dann, dass man die Ableitung bildet der Lagrange-Dichte nach den entsprechenden Feldoperatoren. Also hier müsste ich die Lagrange-Dichte 3 mal nach Phi ableiten, dann fällt eben das 1 durch 3 Fakultät weg und ich kriege diesen Faktor. Dann muss ich noch mit i multiplizieren. Und so wäre allgemein definiert, welchen Symmetriefaktor ich da weglasse oder nicht. Dann
ebenfalls an jedem Vertex hatten wir ja aus der E-Funktion ein Integral über das entsprechende Y. Also haben wir so ein Integral d4 y i über das entsprechende y, wegen diesem Integral hier. Also über alle inneren Punkte wird integriert. So, und dann lautet die allgemeine weitere Regel, dass wir eben jetzt diese Anzahl von Punkten haben mit diesen Strukturen von Linien und dann müssen wir alle Punkte auf alle möglichen Weisen mit den Linien verbinden. Das entspricht dann dem Wick-Theorem, dass wir eben alle vollständigen Kontraktionen bilden. Also einfach alle Punkte auf alle möglichen Arten mit Linien verbinden. So, und jetzt zu diesen Symmetriefaktoren nochmal. Im Allgemeinen gilt also, die Symmetriefaktoren 1 durch 3 Fakultät aus dem L-Int, die fallen normalerweise weg. Und dann gibt es noch was Zweites, nämlich hier in der E-Funktion gibt es ja auch 1 durch K Fakultät, wenn wir in Ordnung K sind. 1 durch K Fakultät mal L-Int hoch K. Und 1 durch K Fakultät aus der Exponentialfunktion. Und das fällt ebenfalls weg. Dieses 1 durch K-Fakultät fällt normalerweise deshalb weg, weil wir diese K-Punkte Y1 bis YK auch auf K-Fakultät-Arten durchpermutieren können und jedes Mal gibt es dieselben mathematischen Ausdrücke. Deswegen fällt das genauso weg. Fallen weg. Aber manchmal halt nicht, genauso wie in dem Beispiel vorhin und dann muss man von Hand den Faktor bestimmen, der eben übrig bleibt. Das ist dann so ein Symmetriefaktor des Feynman-Diagramms. Manchmal bleibt ein Symmetriefaktor übrig und für den stellen wir keine Regel auf, sondern sagen, den muss man von Hand bestimmen. Und das ist dann erfahrungsgemäß einfach. So, aber das ist schon die entscheidende Liste von Feynman-Regeln und damit können Sie den Zähler der Gell-Mann-Low-Formel ausrechnen und das ist eigentlich der allerwichtigste und entscheidende Baustein. Jetzt kommt noch ein bisschen Verfeinerung, aber die wesentlichen Regeln haben wir hiermit erfasst. Gibt es hierzu vielleicht schon mal Fragen? Wir werden im Folgenden dann noch weitere Beispiele machen und das Ganze, wie gesagt, noch ein bisschen umformulieren und weitere Punkte diskutieren. Ja. Warum ist der Symmetriefaktor aus L in 1 durch 3 Fakultät? Den hatte ich ja so von Hand gewählt. Das war vorgegeben, 1 durch 3, also der hier, 1 durch 3 Fakultät, das meine ich hier. Der fällt normalerweise weg und deswegen haben wir als Vertex-Feynman-Regel nicht dieses G durch 3 Fakultät genommen, sondern das 3 Fakultät hier weggelassen. Entsprechend auch dieser Vorschrift hier, weil wir sagen, dass dieses 3-Fakultät normalerweise im Zähler auch auftaucht und deswegen lassen wir das weg. Und weil man das schon wusste, hat der, der diese Lagrange-Dichte hier jetzt vom Himmel hat fallen lassen, dieses 1 durch 3-Fakultät da direkt reingeschrieben. Und wenn Sie es sehen, dann werden Sie bemerken, dass in realistischen Theorien meistens die Lagrange-Dichte direkt so gewählt ist mit solchen Nennern, dass eben dann am Ende die Feynman-Regeln eine einfache Form haben. Sonst hätte man hier jetzt G mal 6 oder so als Feynman-Regel gehabt. Okay, das war also der wesentliche Punkt. Jetzt wenden wir es nochmal an auf ein weiteres Beispiel, um noch ein paar Zusatzfolgerungen zu ziehen. Nehmen wir die gleiche Lagrange-Dichte. L int ist gleich minus g
durch 3 Fakultät mal Phi hoch 3. Und jetzt wollen wir aber die Zweipunktfunktion ausrechnen. Phi 1, Phi 2. Ist also einfacher. Aber dafür nehmen wir auch mehr Feynman-Diagramme mit und nicht nur in Ordnung L int hoch 1. Okay, fangen wir an mit dem Zähler der Gell-Mann-Loh-Formel. So, der Zähler wäre jetzt Vakuum T Phi 1 Phi 2, dann E hoch I Integral L int dy Vakuum. So, und jetzt mal sehen, ob wir das direkt im Kopf machen können, ohne da jetzt noch viel hinzuschreiben. Also was wäre denn das Ergebnis, wenn wir interessiert sind an der Ordnung Kopplungskonstante hoch 0, also die nullte Ordnung in der E-Funktion. In der nullten Ordnung der E-Funktion steht hier dann einfach eine 1 und dann verbleibt halt Erwartungswert von Phi 1, Phi 2. Das ist einfach die Linie hier von 1 nach 2. Das wäre also die nullte Ordnung. Gut, was passiert in erster Ordnung G hoch 1, also mit einem Faktor von L int? Dann hätten wir den Erwartungswert Phi 1, Phi 2 und dann Phi y hoch 3. Was gibt es in einem Wort? Also der Erwartungswert von 5 Feldoperatoren, das gibt 0, weil da eben nicht alles mit jeweils einem Partner gepaart werden kann, denn die Anzahl ist ungerade. Also es gibt nur einen Beitrag bei einer geraden Anzahl von Feldoperatoren. Also liefert in Ordnung G hoch 1 das Ganze plus 0. Ordnung G hoch 2. Dann haben wir jetzt zwei Vertices, y1, y2, über die jeweils integriert wird. Und dann haben wir Phi von y1 hoch 3, Phi von y2 hoch 3. Also wenn ich es nochmal so ganz sanft andeute, Phi 1, Phi 2, Phi y1 hoch 3, Phi y2 hoch 3. Dann haben wir jetzt schon 8 Felder. Da wollen wir gar nicht mehr ausrechnen, wie viele vollständige Kontraktionen es gibt. Irgendwie 7 mal 15 wahrscheinlich, was auch immer das ist. Und das müssen wir jetzt ausrechnen. Also rechnen wir das mal aus. Was kommt da raus? Welche Bilder? Welche Feynman-Diagramme gibt es? Wir können die Regeln anwenden oder wir können auch nochmal das Wieck-Theorem anwenden. Das ist ja gleichbedeutend. So, wer nennt uns mal irgendein Feynman-Diagramm oder irgendeine vollständige Kontraktion? Also das Erste ist halt immer, Sie gehen von links nach rechts vor und dann würden Sie zum Beispiel das mit dem, das mit dem, das mit dem, das mit dem. Hier stehen ja drei Faktoren. Das wäre das Erste, was man hinschreiben kann. Was für ein Bild würde das denn geben? Das gibt also ein Bild, Linie von 1 nach 2, dann y1, y2, hier. Bei y1, eine Linie geht von y1 zu sich selbst, eine Linie geht zu y2 und dort dann geht auch 1 zu sich selbst. Was wäre die Multiplizität von diesem Diagramm? Wie viele Kontraktionen liefern genau dieses Bild? Da hätten Sie ja, hier müssen Sie einen auswählen, was Sie dann mit dem anderen Y verbinden. Das sind 3 Möglichkeiten. Und dann müssen Sie hier auswählen, welches Sie mit dem verbinden sind. 3 mal 3 gibt 9 Möglichkeiten hierfür. So, das kommt mal 9. So, was gibt es noch? Plus
So, jetzt will ich mal von Ihnen ein Beispiel hören. Ja. 1 mit Y1, 2 mit Y2 und dann? Die beiden Ys mit sich selbst. So und so. Das passt. Wie sieht das Bild dann aus? 1 wird mit Y1 verbunden. 2 wird mit Y2 verbunden. Und dann, mit sich selbst. So. Auch hübsch. Wissen Sie die Multiplizität von diesem Diagramm? Wieder 9. Wieder 9. Und dann aber Permutation von Y1 und Y2. Das könnte man auch noch mit dazu multiplizieren. Das ist dann verschieden. Das heißt, Sie hätten 9 mal 2, gibt 18. Ja, mathematisch ist es das Gleiche, weil über beide ja integriert wird. Also von der Bezeichnung her wäre es dann natürlich was anderes. Es gibt die zwei Kombinationen, die mathematisch aber gleich sind. Und wenn ich die identifiziere, dann haben wir hier 18 Permutationen. Und der Symmetriefaktor, der wegfallen soll, der wäre ja 1 durch 3 Fakultät mal 1 durch 3 Fakultät mal 1 durch 2 Fakultät. Das wäre 1 durch 72. Das heißt, hier fällt nicht der ganze Symmetriefaktor weg, sondern man hätte für das Diagramm dann 18 durch 72, gibt ein Sechstel oder sowas. Das wird also übrig bleiben. Es ist nicht ein Sechstel, ein Viertel. 18, 72 halt. Bitte? Also man integriert über Y1 und Y2. Das sind ja Integrationsvariablen. Und wenn Sie dann Y1 und Y2 vertauschen, kriegen Sie natürlich dasselbe Integral. Also was bedeutet das? Also Y1 und Y2 sind Integrationsvariablen hier in dieser E-Funktion. Wir haben jetzt, wenn wir es auswerten, die E-Funktion in zweiter Ordnung, dann haben wir ein Integral über Y1 mit L-Int von Y1 und ein Integral Y2, L-Int von Y2. Das heißt, wir haben genau das, was hier steht, Phi hoch 3 an der Stelle Y1, Phi hoch 3 an der Stelle Y2 und über beide Ys wird integriert. Das heißt, das ist symmetrisch in Y1, Y2. Und hier müsste man von der Bezeichnung her prinzipiell hätte man das, was er gesagt hat, und dann hätte man das andere mit vertauschtem Y1, Y2. Und die sind aber nicht verschieden, sondern gleich wegen der Integration. Damit kann ich die identifizieren. Und das ist eben ein Beispiel dafür, dass in dem Fall tatsächlich diese zwei Fakultät aus diesen zwei Permutationen hier das 1 durch 2 Fakultät aus der E-Funktion kürzt. Das fällt also wirklich weg. So, ist in der Zwischenzeit Ihnen noch ein paar andere Feynman-Diagramme eingefallen, ja? Eins mit 2 und dann 3 mal Y1 mit Y2 verbinden. Genau. Und das hätte dann als Multiplizität das, dass Y1 und Y2 Vertauschung bringt jetzt hier gar keinen Unterschied. Aber dafür haben Sie hier drei Fakultät Möglichkeiten, die Linien zu permutieren. Und dann liegt der Rest fest. Das heißt, hier haben wir eine Multiplizität nur von drei Fakultät, also von 6. Ganz geringe Multiplizität. Fällt noch irgendjemandem eine Variante ein, wo ein normal aussehendes Feynman-Diagramm rauskommt? Ja? Wenn man das davor nimmt, aber Y1 und Y2 verbindet, nicht die Flauten, dann kann man hier. Genau.
Also ich mal mal direkt das Feynman-Diagramm. Das sieht dann nämlich so aus. Dann haben wir 1 mit Y1 und Y2 mit 2 verbunden. Und hier dann nochmal zwei Linien zwischen den zwei Vertices. Und jetzt sieht es endlich normal aus. Was ist die Multiplizität von dem Diagramm? Also erstmal Y1 in Y2 zu vertauschen, gibt jetzt einen Unterschied. Das heißt, davon kriegen wir 2 Fakultät. Und dann haben wir hier 3 Fakultät Möglichkeiten, diese Linien anzuordnen. Und hier müssen wir dann eine Linie auswählen, die wir mit dem Punkt 1 verbinden. Und die anderen 2 liefern dann aber das Gleiche, weil wir hier schon alle 3 Fakultät Permutationen hatten. Das heißt 2 Fakultät mal 3 Fakultät mal 3. Und dann fällt von unseren Symmetriefaktoren fast alles weg, bis auf einen einzigen verbleibenden Faktor 1/2. Also hier wäre dieses 1 durch S von dem Gesamtdiagramm dann gleich 1/2. Nämlich diese Multiplizität dividiert durch 2 Fakultät, 3 Fakultät, 3 Fakultät. Und das ist also das einzige Diagramm, was dann letzten Endes in der Praxis interessant für uns sein wird, aus bestimmten Gründen. Und das hat eben dann so einen Symmetriefaktor. Und so weiter. Kann sein, dass es noch weitere Diagramme gibt in dieser Ordnung, aber das brauchen wir jetzt nicht unbedingt alles abzuarbeiten. Außer es fällt noch einem ein Diagramm ein. Ich denke, es gibt exakt noch eins. Das kann ich mal aufzeichnen, nämlich das hier. 1 zu Y1 und 2 aber auch zu Y1 und dann diese Verbindung zu Y2. Das gibt es auch noch. Jetzt Ordnung G hoch 4. Da hätten wir dann, also Ordnung G hoch 3 gibt natürlich nichts wegen ungerader Anzahl von Feldern. Ordnung G hoch 4 gibt wieder was. Da hätten wir dann insgesamt 14 Feldoperatoren. Und das gibt dann unheimlich viele Kombinationen. Aber wir können mal ein paar Diagramme aufzeichnen. Jetzt nur noch diagrammatisch. Also wir haben die Regel, wir brauchen 2 äußere Punkte, 1, 2, und jetzt 4 innere Punkte, Y1, 2, 3, 4. Jeweils an jedem Y sind 3 Linien und die äußeren Linien sind halt eine Linie. Und dann müssen wir alles irgendwie kombinieren. Was kann man da machen? 4 Vertices brauchen wir. Gibt es da einen Einfall? Ja. Man kann 2 Loops hintereinander machen. Solche? Okay. Genau, das funktioniert prima. Das gleiche geht auch mit diesen Loops. So und so weiter. Da gibt es nur ein paar von solchen Diagrammen. Was kann man noch machen? Man kann auch diese Produkte, die kann man auch so wiederholen. Hier 1 mit 2 und dann das hier. Einfach zweifach, das wäre auch eine Möglichkeit. Und so, da gäbe es dann natürlich auch diese Kombination hier, sagen wir mal plus 1 mit 2 verbunden und dann dieses fahrradartige Diagramm mal dem hier. Und da gibt es noch mehr Kombinationen, zum Beispiel Fahrrad zum Quadrat oder sowas. Und dann gibt es noch eine dritte Klasse von Diagrammen. Sie haben jetzt hier sowas. Dann sowas mit 3 unzusammenhängenden Bausteinen. Es gibt auch Sachen mit 2 unzusammenhängenden Bausteinen. Zum Beispiel können Sie sowas nehmen. Mal einem weiteren Baustein von vorher. Das geht auch. Das hat auch 4 Vertices. Also Diagramme mit 3 Bausteinen, mit 2 Bausteinen und dann gibt es auch diese Diagramme mit 2 Bausteinen, wo wir hier eine Tree-Level-Linie haben von 1 nach 2 und dann aber einen Baustein alleine, der keine äußeren Linien hat. Also alle 4 Vertices sind jetzt miteinander verbunden
sodass von jedem Vertex drei Linien ausgehen. Zum Beispiel kann man das so machen. So. Dann hat jetzt jeder Vertex hat drei Linien, so wie es sein muss. Und das ist dann insgesamt ein Diagramm. So, dann haben wir Diagramme mit drei Bausteinen, mit zwei Bausteinen. Und zwei Bausteindiagramme haben entweder hier Tree Level mal zwei Loop oder drei Loop oder ein Loop mal zwei Loop. Und dann gibt es noch Diagramme, die nur einen zusammenhängenden Baustein enthalten, aber die komplizierter sind als die. Hier haben sie ja trivial zusammengesetzt. Aber es gibt auch Diagramme, die nicht einfach trivial zusammengesetzt sind. Können Sie ein Diagramm finden? Ja, genau, zum Beispiel sowas hier. Das wäre gut. Das ist komplett neu. Und da gibt es auch noch zum Beispiel solche Anordnungen. So gibt es auch. Und so weiter. Also das ist nicht eine vollständige Liste, aber Sie sehen, es treten dann charakteristische Sorten von Diagrammen auf, die man dann noch klassifizieren könnte. Okay, das soll erstmal genügen. So kann man weitermachen. Aber jetzt kümmern wir uns mal kurz um den Nenner der Gell-Mann-Lowe-Formel. Das war nämlich der Zähler. Und was ist der Nenner? Nenner der Gell-Mann-Lowe-Formel. Der Nenner der Gell-Mann-Lowe-Formel ist ja das Vakuum-Erwartungswert vom T-Produkt von lediglich der Exponentialfunktion. Die Feynman-Regeln gelten trotzdem genauso wortwörtlich. Die haben halt einfach jetzt null äußere Linien. Das heißt, diese Green-Funktion oder diese Erwartungswerte liefern jetzt lauter Feynman-Diagramme ohne äußere Linie, aber mit beliebig vielen inneren Vertices. Und davon gibt es Diagramme. Das können wir uns also auch mal anschauen. Erstmal wieder in Ordnung, Kopplung hoch 0, g hoch 0, was passiert da? Da nehmen wir die 1 dieser E-Funktion mit, dann ist das einfach Vakuum-Erwartungswert der Zahl 1, das ist 1. Also haben wir hier ist gleich 1. Dann jetzt Ordnung g. Ordnung g hoch 1, da hätten wir dann hier phi hoch 3, das ist wieder ungerade. Es gibt natürlich 0. Dann Ordnung g hoch 2. Ordnung g hoch 2, dann haben wir hier phi von y1 hoch 3, phi von y2 hoch 3 sind 6 Felder. Oder als Feynman-Regel heißt es jetzt zwei Vertices mit jeweils drei Linien dran und keine äußere Linie. Was sind Feynman-Diagramme, die genauso aussehen? Zwei Vertices und keine äußere Linie. Da haben wir schon was an der Tafel von dieser Art. Nämlich genau können wir suchen. Sowas hier. Das enthält zwei Vertices und keine äußere Linie. Oder auch dieses Fahrraddiagramm ebenfalls. Das sind die zwei Diagramme. Also bekommen wir hier, und das ist eine Null, kein Feynman-Diagramm. Also bekommen wir das hier. Plus das. Und so weiter. Ordnung g hoch 3 gibt natürlich wieder 0 und Ordnung g hoch 4 gibt dann Diagramme mit 4 Vertices, aber 0 äußeren Linien. Das wäre zum Beispiel sowas. Kriegen wir dann also plus dieses hier plus weitere Diagramme von dieser Art. Aber was gibt es noch? Zum Beispiel solche Produkte. Produkte sind auch möglich. Also das hier ist auch ein Diagramm mit null äußeren Linien, aber vier Vertices. Also zum Beispiel so etwas hier. So. Okay, das ist unser Nenner. Das ist also die Summe von 1
plus alle Diagramme, die keine äußeren Linien enthalten. Diagramme ohne äußere Linien. Und solche Diagramme, die keine äußeren Linien haben, die nennt man einfach Vakuumdiagramme. Das heißt, der Nenner der Gell-Mann-Lowe-Formel ist 1 plus die Summe aller Vakuumdiagramme. So, und jetzt gehen wir endlich nochmal zum Zähler zurück. Und ganz kompakt, was ist jetzt eigentlich der Zähler? Wenn wir den Zähler aufschreiben, dann ist das irgendwie sortiert. Das hier in niedrigste Ordnung, dann in nächste Ordnung hatten wir einmal die Linie mal dann diesem Diagramm plus die Linie mal diesem Diagramm plus dann neue Diagramme wie das hier plus das hier plus das hier. Dann in der nächsten Ordnung hatten wir so etwas, die Linie multipliziert dann mit dem hier plus dem hier plus dem hier plus und so weiter plus dem hier mal dem hier plus das hier. Und so weiter. Und welche Struktur entsteht hier? Hier entsteht eine Produktstruktur. Nämlich, Sie sehen, dass der Zähler der Gell-Mann-Lowe-Formel immer so geschrieben werden kann, dass Sie irgendeinen Faktor nehmen. Und dieser Faktor kommt dann einmal mal 1, dann einmal mal den Vakuumdiagramm mit 2 Vertices, dann mal den Vakuumdiagramm mit 4 Vertices und so weiter. Dann haben Sie hier den nächsten Baustein. Hier, der kommt hier mal 1. Hier kommt derselbe Baustein mal der Summe von allen Vakuumdiagrammen mit 2 Vertices, dann mal der Summe von allen Vakuumdiagrammen mit 4 Vertices und so weiter. Das heißt, Sie können das schreiben als eine Linie plus diese korrigierte Linie plus diese korrigierte Linie plus diese korrigierte Linie plus das hier plus und so weiter mal 1 plus die Summe von allen Vakuumdiagrammen. Und das heißt, wenn wir den Zähler durch den Nenner dividieren, fällt genau 1 plus die Summe der Vakuumdiagramme weg. Und was übrig bleibt, ist der Zähler, wobei dann keine Vakuumanteile von Diagrammen mehr nötig sind. Das heißt, das ist eine Vereinfachung, die hier passiert. Und das ist die Rolle des Nenners, diese Vakuumanteile von Feynman-Diagrammen einfach wegzukürzen. Das heißt, ab sofort können wir die weglassen aus den Feynman-Diagrammen und dann können wir den Nenner ignorieren. Das heißt also, diese Überlegung liefert uns ein folgendes ganz einfaches Ergebnis. Der Nenner kürzt alle Vakuumgraphen weg. Und das Ergebnis der Gell-Mann-Lowe-Formel plus Wick-Theorem liefert einfach das, dass die Green-Funktionen jetzt gegeben sind als Zähler durch Nenner, also die Summe von allen Feynman-Diagrammen ohne Vakuum-Diagramme. Also so eine Green-Funktion G, phi, phi, phi mit Argumenten x1 bis xn ist gleich die Summe aller Diagramme ohne Vakuumanteil.
Und damit haben wir jetzt tatsächlich unsere Feynman-Regeln nochmal vereinfacht. Diesmal sind es eben die Feynman-Regeln für die volle Green-Funktion und nicht nur für Zähler oder Nenner der Gell-Mann-Loh-Formel. Alles andere gilt natürlich nach wie vor von unserer Liste von Regeln. Und in der Übung werden Sie dann selber nochmal einige Male durch diese Schritte durchgehen, von Gell-Mann-Loh über Wick-Theorem zu den Kontraktionen und Feynman-Diagrammen. Das heißt, das muss man selber einfach einige Male machen. Sie können auch die Beispiele aus der Vorlesung hier zu Hause nochmal genau durchgehen, um da eine gewisse Routine zu bekommen. So als Philosophie, die Feynman-Regeln sind eben die Zusammenfassung von der Rechnung, die aus dem Wick-Theorem und Gell-Mann-Loh-Formel folgt. Manchmal hat man Zweifel bezüglich Symmetriefaktoren oder Vorzeichen in irgendwelchen Ausdrücken. Und dann ist es immer wichtig zu wissen, dass das Original, die Gell-Mann-Loh-Formel plus Wick-Theorem, immer stimmt. Das heißt, im Zweifelsfall können Sie sich darauf zurückführen, aber normalerweise ist eben die Liste von Feynman-Regeln einfach die Methode, wie man das Ergebnis dann sich leicht verschaffen kann. Aber Sie haben ja gesehen, dass bei einigen Diagrammen die Symmetriefaktoren relativ verzwickte Werte annehmen. Und wenn Sie die dann eindeutig bestimmen wollen, dann müssen Sie halt zurück zum Wick-Theorem gehen. Das funktioniert dann auch immer. Okay, Fragen dazu? Sonst würden wir jetzt die nächste Verfeinerung machen, und zwar ist die, dass wir in den Impulsraum gehen. Denn momentan haben wir noch alles im Ortsraum gemacht mit Integralen über die Ys. Aber es ist klar, dass wir in der Physik mehr an Impulseigenzuständen und Teilchen mit definiertem Impuls und Energie interessiert sind. Deswegen gehen wir in den Impulsraum und da werden die Feynman-Regeln sogar noch einfacher. Also Feynman-Regeln im Impulsraum. Zur Erinnerung, der freie Propagator war ja im Impulsraum bekannt. Deswegen hatten wir das nämlich auch durchgenommen. Hier so ein freier Propagator von Phi 1, Phi 2 Decker, jetzt im allgemeinen Fall mit ungleichem Phi und Phi Decker, ist gleich I mal einer Größe d von x1 minus x2. Und das hatten wir Fourier transformiert, nämlich wir hatten gesehen, dass wir es schreiben können als ein vierdimensionales Integral d4q durch 2pi hoch 4 mal einer vierdimensionalen E-Funktion e hoch minus iq mal x1 minus x2 und dann mal einer Fourier-Transformation i d Schlange von q. Und dieses d Schlange von q war dann 1 durch q² minus m² plus i epsilon, hat also eine einfache mathematische Gestalt. Insbesondere steht da jetzt kein Integral mehr. Und als Symbol ist das eben eine Linie von 2 nach 1. Und im Fall von komplexen Feldern kann man dann die Pfeilrichtung entlang des Ladungsflusses des Teilchens angeben. Und hier in der Fourier-transformierten Variante würde dann der Impuls Q so orientiert sein, dass er ebenfalls von x2 zu x1 läuft mit dieser Vorzeichenwahl der Fourier-Transformation. Die Interpretation hatten wir ja damals genau diskutiert. Okay, also das steht uns zur Verfügung. Und jetzt haben wir Green-Funktionen definiert, die allgemeinere Erwartungswerte von viel mehr Feldern sind und die können wir jetzt auch Fourier transformieren. Da definieren wir jetzt mal die Fourier-Transformation von Green-Funktionen. Und da muss man erstmal überlegen, welches Vorzeichen sollen wir in der Fourier-Transformation wählen. Das sieht man hier. Hier haben wir ja zwei Felder mit zwei Argumenten x1, x2. Die Fourier-Transformation behandelt die jetzt unterschiedlich. Nämlich bezüglich x1 haben wir e hoch minus iq x1, bezüglich x2 haben wir e hoch plus iq x2. Wenn wir jetzt viele Felder haben, müssen wir uns entscheiden, sollen wir die Argumente generell so behandeln wie hier das x2 oder generell so wie hier das x1. Und die Konvention ist, wir behandeln alles so wie das x2, denn dann sind die Impulse eben einlaufend.
entlang der entsprechenden Linie. Also wählen wir die Vorzeichen so wie bei X2. Alle Felder wie 4 Zweidecker behandeln. Dann sind die Impulse einlaufend. Okay, das heißt, wenn wir starten mit einer Green-Funktion mit vielen Phis im Ortsraum mit Argumenten x1 bis xn, gebe nochmal an, das war das volle Vakuum, T-Produkt vom wechselwirkenden Feldoperator Phi von x1 bis hin zu Phi von xn. Und da definieren wir jetzt die Fourier-Transformation so, dass wir jedes Argument Fourier-transformieren. dp1, d4p1 geteilt durch 2 pi hoch 4 bis hin zu d4pn geteilt durch 2 pi hoch 4. Und dann für jedes haben wir eine E-Funktion, die das Vorzeichen wie bei x2 hat, also e hoch plus i p1 x1 plus und so weiter bis plus pn xn. Dieses Vorzeichen. Und dann haben wir hier G Schlange, phi, 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 mit Argument p1 bis pn. Und jetzt gibt es aber noch einen Kniff, den man üblicherweise macht, nämlich man faktorisiert etwas heraus. Bei dieser Fourier-Transformation wird nämlich immer der Faktor auftreten, der der Impulserhaltung entspricht, 2 pi hoch 4 mal einer vierdimensionalen Delta-Funktion von p1 plus und so weiter bis plus pn. Dieser Faktor taucht automatisch in jeder Rechnung auf und wir schreiben den hier explizit auf, das heißt, unser G-Schlange enthält nicht diesen entstehenden Faktor. Und der Faktor entsteht wegen Translationsinvarianz, da muss also dann Impulserhaltung gelten. Also hier wegen Translationsinvarianz. Wird dieser Faktor auftreten? Und unser G-Schlange ist dann ohne diesen Faktor definiert. Also als Bild kann man das dann grafisch so andeuten, dass wir hier einen Blob haben. Hier läuft dann ein der Impuls P1 und hier läuft dann ein bis hin zu Impuls PN. Mal checken, ob das hier noch funktioniert. Nicht, dass wieder die Batterie alle ist. Okay, das ist die Definition unserer Fourier-Transformation. Jetzt schauen wir mal, was sich da ergibt. Setzen wir diese Definition in ein typisches Diagramm ein. Und da können wir mal das einfachste Diagramm nehmen, was wir vorhin hatten, nämlich so ein Diagramm. Das war das erste, was wir heute erhalten hatten, mit einem Vertex und drei äußeren Linien. Und jeder äußere Punkt ist eben mit diesem einen Vertex verbunden. Das heißt, hier war der Punkt x1, x2, x3 und hier der Vertex am Punkt y. Der mathematische Ausdruck für dieses Feynman-Diagramm war das, was aus dem Wick-Theorem rauskam. Das hatten wir ja bestimmt und da trat auf Folgendes. Erstens der Vorfaktor minus i mal g für diesen Vertex. Und der Vorfaktor kam aus der Wechselwirkungs-Lagrange-Dichte und das i aus dem e hoch i mal l int. Dann hatten wir
ein Integral d4y aus ebenfalls der e-Funktion e hoch i mal Integral l-int. Das ist dieses Integral. Und dann haben wir die drei Kontraktionen, mit anderen Worten die drei Propagatoren für die drei Linien. Und mathematisch ist das jetzt i mal d, diesem d hier, Propagator von y nach x1, von y nach x2, von y nach x3. Also hier y minus x1 mal i mal d von y minus x2 mal i mal d von y minus x3. Das ist der Ausdruck. Und jetzt wollen wir vorarbeiten, um eine Fourier-Transformation machen zu können. Das heißt, da nützen wir erstmal aus, dass jeder einzelne Propagator ja eine bekannte Fourier-Transformation hat. Diese Ds hier, diese drei Linien, die kann man jeweils schreiben als ein Fourier-Integral. Und dann hängen die Ds halt nur noch von den entsprechenden Impulsen ab. Das heißt, wir machen das. Und dann ist es eben so, dass wenn wir das jetzt Fourier transformieren, dann ist natürlicherweise der Impulsfluss von dem rechten Argument zum linken. Das heißt, hier würden wir Fourier transformieren mit einer Variable Q1. Und Q1 fließt dann von X1 nach Y. Ich schreibe es mal auf. Das ist gleich minus I mal G mal ein Integral D4Y. Und jetzt ein weiteres Integral D4Q1 geteilt durch 2pi hoch 4. Okay, und hier dann steht E viel mehr. Also wir machen es dann genauso für D4Q2 durch 2pi hoch 4 und D4Q3 durch 2pi hoch 4. Und dann haben wir die E-Funktion E hoch minus I mal Q1. Y minus x1 und so weiter bis hin zu minus q3 mal y minus x3 multipliziert mit den Fourier-transformierten Propagatoren i die Schlange von q1 mal i die Schlange von q2 mal i die Schlange von Q3. Okay. Jetzt wollte ich das Bild nur ergänzen. Also wir haben für den ersten Propagator die zwei Argumente gehabt von X1 nach Y. Wir machen eine Fourier-Transformation mit der Variable Q1 und deswegen fließt Q1 in diese Richtung und das Integral hat diese Gestalt, genau abgeschrieben von oben, hier Integration, Exponentialfunktion und Fourier-Transformation. Genauso für die zweite Linie machen wir eine Fourier-Transformation so, dass der Impuls Q2 von X2 zu Y läuft. Dementsprechend haben wir dieses Integral, die entsprechende E-Funktion und die Fourier-Transformation des Propagators. Und bei der dritten Linie genauso. Q3 läuft von X3 nach Y, entsprechend dieses Integral, diese E-Funktion analog zu oben und die Fourier-Transformation des Propagators. Und jetzt können wir weiterrechnen, denn wir haben jetzt vier Integrale und ein Integral ist einfach, nämlich das Integral über y über unsere Position des Vertex. Was passiert nämlich, wenn wir das y-Integral ausführen? Dann ist die Frage, wo ist hier überhaupt noch eine y-Abhängigkeit im Integrand? Und wo ist hier eine? Die ist nur in der e-Funktion. Wenn Sie sich genau die y-Abhängigkeit anschauen, dann taucht es immer so auf, dass hier steht nur e hoch minus iq1 y, dann minus iq2 y, minus iq3 y. Und sonst gibt es nirgends mehr ein y. Denn alle y's kamen ja nur in den Propagatoren vor, die sind jetzt Fourier transformiert, daher steht y nur noch in den e-Funktionen. Also haben wir ganz klar herausgefunden, was die einzige y-Abhängigkeit ist und die ist Integral d4y mal dieser e-Funktion e hoch minus iq1y minus iq2y minus iq3y.
was ist das Ergebnis dieses Integrals? Integral über eine E-Funktion gibt eben 4Pi mal eine Delta-Funktion. Und zwar eine Delta-Funktion genau von der Summe der drei Impulse, gibt also 2Pi hoch 4 mal einer vierdimensionalen Delta-Funktion von Q1 plus Q2 plus Q3. Das heißt, dieses Y-Integral liefert haargenau eine Delta-Funktion, die die Impulserhaltung an diesem Vertex erzwingt. Das heißt, die Delta-Funktion sagt uns, die Summe der drei einlaufenden Impulse muss 0 sein. Das heißt, an dem Vertex ist der Impuls erhalten, in den Fourier-transformierten Feynman-Regeln. Also haben wir Impulserhaltung am Vertex Y. Und es ist klar, dass genau das Gleiche auch passiert, wenn wir ein Feynman-Diagramm mit vielen Vertices haben. Nämlich an jedem Vertex werden immer drei Linien stehen, die jeweils von Y abhängen. Und immer wird passieren, dass wenn wir eine Fourier-Transformation einsetzen, wir dann ein Y-Integral kriegen. Und die Y-Abhängigkeit steckt nur noch in der E-Funktion und wir kriegen die Delta-Funktion für die Summe der einlaufenden Impulse an jedem Vertex. So, wir werden heute circa 2 Minuten überziehen, aber ich will die Feynman-Regeln im Impulsraum noch komplett aufschreiben. Denn die können wir jetzt ablesen. Okay, so, wir haben also Impulserhaltung an jedem Vertex. Und dann machen wir die Fourier-Transformation dieses gesamten Ausdrucks. Das heißt, die Fourier-Transformation nach unserer Definition war, dass wir nochmal über d4x1, d4x2, d4x3 integrieren mit einer E-Funktion e hoch minus i p1x1 minus i p2x2 minus i p3x3. Und der Integrant ist dann das obige. Das liefert uns jetzt die Fourier-transformierte Green-Funktion. Was passiert jetzt, wenn wir dieses Integral ausführen? Dann sehen wir, wir haben für jeden äußeren Punkt ein Integral. Und für jeden äußeren Punkt müssen wir jetzt gucken, was ist die Abhängigkeit des Integranten von diesem jeweiligen xi. Eine Abhängigkeit kommt aus dieser e-Funktion hier. Und der restliche Integrant ist das, was hier oben steht, zumindest partiell. Da sehen Sie, die einzige x-Abhängigkeit steht wieder in den Exponentialfunktionen. Weil da die ganzen x, die traten nur auf in Propagatoren. Das heißt, die Propagatoren wurden Fourier transformiert. Das heißt, die x treten ebenfalls nur in Exponentialfunktionen auf. Und was ist die Exponentialfunktion zum Beispiel für x1? Die ist eben einmal hier das mit der Variable p1 aus der Fourier-Transformation und dann da oben e hoch plus i q1 x1, wobei qi die Integrationsvariable von dem entsprechenden Propagator war. Das ist alles. Das heißt, wir kriegen als einzige xi-Abhängigkeit ein Integral d4xi mal e hoch minus i pixi und dann e hoch plus i qixi. Und das gibt natürlich auch eine Delta-Funktion von pi minus qi. Ist gleich 2pi hoch 4 mal einer vierdimensionalen Delta-Funktion von pi minus qi. Das heißt, jetzt können wir die QI-Integrale, die vorhin noch standen, die können wir jetzt auch alle trivial ausrechnen und das Ergebnis ist einfach, QI ist gleich PI und PI ist die Variable der Fourier-transformierten Green-Funktion. Das heißt also hier in diesem Fall fallen alle QI-Integrale weg. So, und das reicht aus,
damit wir die Fourier-transformierten Feynman-Regeln angeben können. Und das möchte ich gerade noch abschließend aufschreiben. Allgemeine Regeln für die Fourier-transformierte Green-Funktion mit vielen Feldern und dann P1 und so weiter bis Pn als Argumenten. Also ich wiederhole einfach, wir haben n äußere Punkte und an jedem äußeren Punkt haben wir eine Linie und einlaufende Impulse. P1 bis Pn durch diese Delta-Funktion, die wir gerade besprochen haben, wird eben erzwungen, dass diese Impulse hier tatsächlich einlaufende Impulse sind. Grafisch sieht es also so aus. So, hier fließt der Impuls Pi ein und dann geht das Diagramm irgendwie weiter. Dann in der Ordnung L int hoch k haben wir K-Vertices, K-innere Punkte, beziehungsweise Vertices. Und an jedem Vertex gilt Impulserhaltung. Damit ist natürlich Vierer-Impulserhaltung gemeint. Und bei uns war es dann so, dass alle Integrale über die Qs weggefallen sind, aber das ist nicht immer so. Falls danach noch Integrale über dQi durch 2pi hoch 4 möglich sind, verbleiben diese einfach. So, alle Integrale über die Impulse von Linien, die durch die Impulserhaltung wegfallen, die fallen eben weg. Aber manchmal fallen nicht alle Integrale weg und die muss man dann ausrechnen. Dann verbleiben also solche Impulsintegrale über innere Linien. So, alles andere ist wie im Ortsraum. Die Vertex-Faktoren und Symmetriefaktoren sind wie im Ortsraum. Und die Regel für den Propagator, gebe ich noch an, die hatten wir uns eben verschafft. Also eine Linie ist gleich die Fourier-Transformation I mal D Schlange von Q ist gleich I geteilt durch Q Quadrat minus die entsprechende Masse dieses freien Feldes plus I Epsilon. So, das sind die Regeln für Feynman-Diagramme für Green-Funktionen im Impulsraum. Und dazu gibt es, wie gesagt, noch einige Übungsaufgaben und in der nächsten Stunde werden wir auch noch ein oder zwei Beispiele dazu angeben, sodass das Ganze dann hoffentlich recht klar wird. Gut, vielen Dank erstmal.